Hallo, wir wollen heute den vierten Teil durchnehmen, indem wir mal diese vier Formeln, die wir in den letzten Teilen erarbeitet haben, auch mal anwenden. Und jedes Mal schauen, welche Formel eigentlich da was uns sagt. Hier schauen wir uns an, hier ist eine 9 und eine 9 als Basis. Und da ist ein Malzeichen dazwischen, also es geht um eine Multiplikation. Das finden wir genauso in diesem Gesetz hier wieder. Hier ist als Exponent eine 6, da ist eine 2. Dementsprechend müssten wir das Potenzgesetz jetzt hier anwenden, indem wir hier 9 hoch 6 plus 2 rechnen. Ja, die beiden Exponenten addieren wir dann. Und das gäbe dann hier 9 hoch 8. Bei der nächsten Aufgabe haben wir wieder zweimal die gleiche Basis, nämlich die 11 und 2 Exponenten hier und ein Geteiltzeichen, ein Bruchstrich hier. Das heißt, es geht um die zweite Formel dabei und dort müssen wir einfach nur die Basis hinschreiben und dann die beiden Exponenten minus rechnen. Und zwar die im Zähler minus die im Nenner. Also 11 hoch 4 minus 3 und das wäre 11 hoch 1 und das wäre auch 11. Genau das gleiche geht auch mit Buchstaben, also wie jetzt im Beispiel C. Da haben wir a hoch 10 minus 20, das ist a hoch minus 10. Und da haben wir jetzt die nächste Regel, die angewendet wird, nämlich hier der Exponent ist negativ, a hoch minus n ist gleich, ist gleich 1 durch a hoch n. Das heißt, das müssen wir nochmal umschreiben, indem wir hier 1 durch a hoch 10 hinschreiben. Damit haben wir diese Regel dann auch angewendet. Im nächsten Fall haben wir wieder die erste Regel, denn auch dort haben wir zweimal die gleiche Basis, nämlich b. Wir haben ein Mal, also diese Regel hier gilt. Hier ist aber ein bisschen komplizierter, weil wir hier Terme im Exponenten haben. Das ist aber kein Problem, denn die müssen wir ganz einfach wie sonst auch Terme zusammenrechnen. Also schreiben wir oben hin b hoch 3x minus 1, das ist der erste Exponent, plus, weil es ja mal ist, plus den zweiten Exponenten. Und das ist 2x plus 1. So, und jetzt muss man halt nur gucken, wie bei der Addition von Termen, müssen wir die gleichen Termglieder hier bestimmen. Das ist hier zum Beispiel das mit dem x. Wir rechnen also 3x plus 2x, das wären 5x. Und dann haben wir hier noch die reinen Zahlen, minus 1 plus 1, das ergäbe 0. 0 müssen wir nicht aufschreiben, also wäre b hoch 5x das rechte Ergebnis. Dasselbe können wir auch in der nächsten Aufgabe machen. Also wir schreiben wieder die gemeinsame Basis m hin, dann den Exponenten des Zählers, also 2n minus den Exponenten des Nenners, also minus 3n. So, was gibt 2n minus 3m? Naja, das gibt minus 1n oder minus n. Und jetzt haben wir wieder die letzte Regel hier oben, die zum Tragen kommt, nämlich die mit dem negativen Exponenten. Das heißt, das ist 1 durch m hoch n. Gut, und dann haben wir noch die letzte Aufgabe. Da sind jetzt zwei Regeln kombiniert. Als erstes sehen wir hier, dass alle drei Potenzen die gleiche Basis haben. Aber hier die oberen sind mit mal verknüpft. Das heißt, da gilt die erste Regel. Und wenn wir die angewendet haben, gibt es noch eine Division. Da gilt dann die zweite Regel. Also schauen wir uns das an. Wir haben hier 2 hoch 4 plus 2 durch 2 hoch 6. Dann können wir oben sagen, das gibt 2 hoch 6 und unten steht auch 2 hoch 6. Hier, da habe ich schlecht geschrieben. Hier könnte man zwar jetzt schon direkt sagen, dass die gleiche Zahl durch sich selbst dividiert, gibt ja immer 1, aber wir machen es mal richtig vollständig. Jetzt hier würden wir nämlich 6 minus 6 rechnen im Exponenten, das wäre 2 hoch 0. Und 2 hoch 0 ist laut unserer letzten Regel hier dann auch 1. Damit haben wir diese Anwendungen einmal durchgerechnet. Jetzt geht das Ganze natürlich auch noch ein bisschen aufwendiger. Und hier sehen wir jetzt schon mal den Unterschied. Hier haben wir zwei unterschiedliche
Zahlen bei der Basis. Ja, also 4 und 5. Aber das ist kein Problem. Wir müssen also dann eine Rechnung für die 4 machen, für die beiden Vieren eigentlich, und eine Rechnung für die 5, für die beiden Fünfen. Also fangen wir damit mal an. Also wir haben hier 4, dann ist das ja mal, also müssen die beiden Exponenten mit der 4er Basis einfach addiert werden. Das sind also 2x plus 4 mal, und jetzt kommt die von der 5, das sind halt 3x plus x minus 1. So, und im ersten Fall bleibt alles so, wie es da steht. Und im zweiten Fall ist halt die 5 hoch, da haben wir 3x plus x sind 4x minus 1. Bisschen klein geschrieben, Platz ist ein bisschen knapp. Ja, hier selbes, jetzt mal angewendet auf eine Division. Da gehe ich erstmal an die a's. Da muss ich ja, da habe ich auch zweimal eine Potenz mit a als Basis. Da nehme ich also die 7 minus die 8. Ich kann einfach so tun, als wären die anderen dann gar nicht da. Und dasselbe mache ich dann für b. Da steht oben eine 3x minus die 4x, die unten stehen. So, dann haben wir hier 7 minus 8 gibt minus 1. Und bei der b haben wir 3x minus 4x ist minus x. So, da beide negativ sind, kommen beide auch unter den Bruchstrich. Die 1 kann man hinschreiben, muss man aber nicht, macht man auch nicht. Und bei b steht noch hoch x dran. Hier muss man natürlich schon gucken, dass das hoch x nicht an dem a steht, sondern an dem b. Das ist für Rechnungen nachher nochmal wichtig. Jetzt kann man diese Aufgabe b noch komplizierter machen. Und da sieht man dann auch, dass es wichtig ist, hier ganz sauber zu arbeiten. Denn hier haben wir auch eine Basis, nämlich das x. Und da würden wir einfach sagen, wir nehmen den Exponenten des Zählers minus den Exponenten des Nenners. Und wenn wir es so aufschreiben, haben wir schon einen Fehler gemacht. Denn hier würden wir jetzt quasi nur die 3n abziehen und nicht mehr die minus 4. Wir müssen hier den kompletten Exponenten abziehen und deswegen das Ganze in Klammern schreiben. Das hat nämlich jetzt die Bewandtnis, dass wir nicht nur bei dem 3n ein Minus haben, sondern wir haben auch bei der 4 eine minus minus 4, also eine plus 4. Dieses Minus vor der Klammer bedeutet ja, dass ich jeden Teil der Klammer mit minus 1 mal nehme. Das heißt jetzt für uns hier, dass wir einmal diese erste Sache da hinschreiben, was wir schon hatten, 4n plus 3 minus 3n und dann kommt minus minus 4 ist plus 4. Das ergibt dann am Ende 4n minus 3n ist n und 3 plus 4 ist plus 7. Dann hätten wir hier auch die Lösung dazu. Noch ein Beispiel, fangen wir hier mit dem a an, a hoch x und im Nenner unten steht auch ein x, also minus x. Dann haben wir hier b hoch y im Zähler minus und bei b steht 2y im Nenner. Und bei c steht z im Zähler minus 2. So, was gibt x minus x? Na, das ist 0. Dann haben wir b hoch y minus 2y gibt minus y. Und dann haben wir z minus 2 ist halt z minus 2. Die kann man nicht berechnen. So, die a hoch 0 hatten wir ja eben als Regel, das ist 1. Die fällt also weg. Und das minus b hoch y, das b hoch minus y kommt unter den Bruchstrich. Und das c hoch z minus 2 ist ja der Exponent positiv, das käme dann oben drüber. Ja, man sieht, mit einfachen Mitteln kann man die Aufgabe schon noch ein bisschen komplizierter machen. Aber man muss die Regeln einfach so anwenden, wie sie dort stehen und dann mit Termumformung das auch alles lösen.